Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Donnerstag, dem 30. März. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Ich habe heute nur 8 News für euch, aber mit der 8 hat die Folge generell sehr viel zu tun. Es sind einige spannende Themen dabei und vor allem ein ganz großes Thema vorneweg. Wir beginnen dementsprechend bei Samsung, gehen weiter bei Windows und Microsoft, kommen dann zu Google und zum Abschluss nochmal zu Apple. Ja, Samsung und 8. Samsung hat das Galaxy S8 gestern offiziell in New York endlich vorgestellt. War ja zuerst für die MWC in Barcelona erwartet. Jetzt mittlerweile wurde es dann verschoben und die Vorstellung eben auf 29. März in New York verlegt. Wir wissen endlich, wie die Geräte aussehen. Das S8 kommt mit 5,8 Zoll Quad HD Plus Display. Das S8 Plus mit 6,2 Zoll Quad HD Plus Display. Im Endeffekt das Beeindruckendste ist, dass es links und rechts eben eigentlich gar keinen Rahmen mehr hat und auf beiden Seiten so ein eingebogenes quasi Display hat, wie man das von den Edge-Varianten bisher kannte. Eine eben sehr, sehr hohe Auflösung und generell sehr, sehr wenig Rahmen. Nur noch oben und unten hat das Ganze ein bisschen Rahmen. Im Endeffekt sind jetzt 85% der Front nur noch Display, nur noch 15% fallen quasi fürs restliche Gerät an. Ja, das hat auch einige Auswirkungen, zum Beispiel, dass der Fingerprint-Sensor an die Rückseite wandert, seitlich der Kamera, damit meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen schwerer zu erreichen ist. Ansonsten, ja, traditionsgemäß gute Verbesserungen. Beim Prozessor kommt in der US-Version der Snapdragon 935 zum Einsatz, in der internationalen Version ein eigener Exynos-Prozessor von Samsung. Ob es da Leistungsunterschiede gibt, bleibt noch abzuwarten. Speicher bekommen wir 64 GB, der ist diesmal allerdings Gott sei Dank beim MicroSD-Karte erweiterbar. Wir kriegen 4 GB RAM, 12 Megapixel Kamera, das dürfte die Kamera des Vorgängers sein, vielleicht, wir wissen es nicht so genau. Frontkamera bekommen wir 8 Megapixel, das ist schon mal eine Tradition, also eine sehr, sehr gute Verbesserung. Akku wurde sogar ein bisschen kleiner, vielleicht hat man da aus dem explodierenden Vorgänger, also dem Note zumindest, gelernt, wir wissen es nicht genau, der Prozessor soll aber akkuschonender sein, kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Dementsprechend da trotzdem längere Akkulaufzeit drinnen sein. Ja, ansonsten Android 7.0 Nougat war insofern klar, Nano-SIM-Karte. Wir kriegen USB-C zum Laden, das ist schon mal sehr interessant, dass es endlich einen USB-C-Anschluss hat. Wir bekommen Wireless-Charging, wahrscheinlich über QI. Wir bekommen einen Iris-Scanner, wir bekommen auch ein wasserdichtes Gerät. Und ansonsten, ja, NFC, WLAN, GPS, alles eingebaut, so wie man sich schon vorstellen konnte. Ja, designtechnisch meiner Meinung nach ein sehr hübsches Gerät. Los geht der Verkauf schon sehr, sehr bald. Am 28. April soll es soweit sein. Vorbesteller bekommen das Gerät schon am 19. April. Beginnen tut das Ganze bei 799 Euro für das S8 und 899 Euro für das S8 Plus. Stolze Preise, aber immerhin auch ein Premium-Gerät, sicherlich momentan. Ja, das stärkste Smartphone optisch finde ich es auch sehr spannend, insofern warum nicht. Wir kommen zur zweiten News und die hat auch mit dem S8 gleich zu tun. Ein nettes zusätzliches Feature, das mit einem kleinen Zubehör quasi ermöglicht wird, nämlich die sogenannte DeX Station. Im Endeffekt so eine kleine Dockenstation, wo das Gerät dann auch eben gleich drahtlos aufgeladen wird, die sich ermöglicht, das Smartphone quasi als ja, mehr oder minder Desktop-Computer zu benutzen. Anders als andere Hersteller setzt Samsung dann nicht auf ein eigenes Linux oder was auch immer Betriebssystem, sondern nutzt dafür quasi Android aus. Finde ich durchaus spannend, warum nicht? Insofern, ja, interessantes Feature, weiß nicht inwiefern man es brauchen kann, wäre auch hier sehr auf Kommentare gespannt. Wollt ihr euer Smartphone überhaupt als Desktop-Computer benutzen? Die Idee klingt dann für sich ganz gut, man stellt das Ding an das Dock quasi hinein, das hat dann einen eigenen HDMI-Anschluss und wird ihm auch geladen, hätte auch einen LAN-Kabel-Anschluss, liefert sogar 4K-Bilder aus, ist von daher nicht uninteressant. Im Endeffekt könnte ich dann bei Bluetooth einfach das Tastatur und Maus verbinden und kann das Ding dann quasi eben auch als Desktop-PC mit Android-Betriebssystem nutzen. Hat dann auch die ganzen Anpassungen, die Android da anbieten würde, das heißt irgendwie mehrere Fenster und irgendwie auch Fenster teilen und sowas, wäre alles möglich. Aber ja, ist eben die Frage, wie sich das durchsetzt. Genug zum S8 in dem eigentlich kurzen Daily-Format, kommen wir zu Windows. Da hatte ich gestern noch die News, dass das Creators-Update quasi mehr oder minder eigentlich fertig ist. Das hat Windows heute dann nochmal untermauert. Am 11. April wird es im deutschsprachigen Raum kostenlos zur Verfügung stehen. Insofern, ja, nicht mal mehr 2 Wochen und wir bekommen auch das Creators-Update. Gerade für Nutzer von Geräten mit Touchscreen und oder Stift, wie zum Beispiel dem Surface Book, das ich im Einsatz habe, wird das auf jeden Fall ein sehr spannendes Update werden. Wir dürfen gespannt sein. Stichwort Surface Book.
Da gab es ja letztes Jahr ein quasi Update, das Surface Book mit Performance Base, das soll vor allem mehr Grafikleistung bieten. Das kommt jetzt auch endlich nach Deutschland. Am 20. April wird es soweit sein. Preise, ja, relativ happig, beginnen bei 2599 Euro. Wir kommen zu einigen News zu Google. Vorneweg, der Google-Kalender hat ja auch eine eigene App für iOS. Die war allerdings bisher nicht fürs iPad optimiert. Das ändert sich mit heute. Ab sofort gibt es die Google-Kalender-App jetzt auch fürs iPad. Finde ich eine sehr, sehr wichtige Änderung. Ich bin Google-Kalender-Nutzer und auch teilweise ganz gerne in der eigenen App. Die hat auch einige nette Features, wie zum Beispiel diese wiederkehrenden Erinnerungen für Gewohnheiten, sagen wir es mal, zum Beispiel trainieren. Das kann ich jetzt dann endlich auch auf dem iPad nutzen. Wir bleiben bei Google, gehen aber zu Google Home. Mal eher eine theoretische News, da das Ding ja leider noch nicht auf Deutsch verfügbar ist. Vielleicht kriegen wir das ja noch. Aber die bauen ihre Unterstützung für Smart Home Geräte deutlich aus. Im Endeffekt wird da dann quasi mit dem nächsten Update oder eigentlich ab heute schon die Logitech Harmony unterstützt. Das finde ich sehr praktisch und nütze ich mit meiner Alexa sehr, sehr gerne. Zusätzlich gibt es auch noch Unterstützung für diese August Home Schlüssellösungen quasi, wo ihr damit euer Haustür erschlossen damit lösen könnt. Für LIFX, das sind Lichter von Philips, und auch für einige TP-Link-Hardware. Ja, darf gespannt sein. Ich hoffe immer noch, dass diese Box dann auch mal in unseren Sprachraum quasi kommt und dort ankommt. Dann kann ich das auch mal testen. Wir kommen zu Google Suche auf iOS. Da gibt es eine eigene App und die wurde heute sehr, sehr deutlich aufgefettet. Zum einen kommt die Suche schon mal automatisch in Zukunft mit der Gboard-App, also der Tastatur, die zum Beispiel auch der Achim und ich sehr, sehr gerne nutzen. Die wird ab sofort automatisch mit der Tastatur, mit dieser Tastatur eben ausgeliefert. Insofern, ja, vielleicht nicht unspannend. Zusätzlich gibt es auch noch Erweiterungen für 3D-Touch auf den iPhones, die das unterstützen. So kann ich jetzt zum Beispiel direkt irgendwie Inkognito suchen oder Bilder oder per Sprache. Und es gibt ein neues Widget für den Homescreen, da sehe ich quasi die Trending Topics über Google. Zuletzt eine kleine News zu Apple und das ist wirklich eine ganz kurze News. Ich habe gestern davon berichtet, dass es bereits neue Betas gibt, nur für Entwickler. Diese Info muss ich mit heute updaten. Es ist jetzt mittlerweile auch die iOS und macOS Beta für Public Beta Tester zur Verfügung. WatchOS und tvOS wird es nach wie vor nicht im Public Beta Programm geben, aber das war ja auch schon in der Vergangenheit so. Ja, insofern spannende News, finde ich, zumindest rund um das neue Flaggschiff von Samsung. Hinterlasst mir Kommentare, würde mich sehr interessieren. Interessiert euch das Gerät? Was haltet ihr vom Design? Und überhaupt, vertraut ihr Samsung noch, nachdem was mit dem Galaxy Note passiert ist? Angeblich soll das keine großartigen Einflüsse quasi auf die Käufer haben, würde mich aber tatsächlich interessieren, hier von Menschen und Usern und Nutzern zu hören. Insofern hinterlasst mir gerne einen Kommentar direkt unter der Folge oder auf Twitter. Und ansonsten hören wir uns dann morgen wieder. Bis bald und ciao. Hört mehr Geek Talk.